Sie brannten die Stadt nieder, massakrierten viele Menschen und raubten die Kunstwerke. Wenn man einem Volk sein gesamtes künstlerisches Schaffen stiehlt, hat man seine Seele gestohlen. Und so kann man sie zu seinen Sklaven machen. Man hat die Gesellschaft im wahrsten Sinne entkernt, ihr Herz herausgerissen. Es ist dramatisch und sie haben noch Schlimmeres getan. Man kann doch nicht die Seele eines Volkes einsperren. Diese ethnologischen Museen sind wie Gefängnisse. Das sind richtige Gefängnisse. Am Ufer des Flusses Wouri, am Rande der Küstenstadt Douala. Letzte Ausbesserungsarbeiten. Nur noch ein paar Tage bis zum großen Rennen. Die Kanus der einflussreichsten Familien Doualas treten gegeneinander an. Die Wettkämpfe im Rahmen des jährlichen Wasserfestivals Ngondo haben eine lange Tradition. Der Vorsitzende des Ältestenrats des Festivals, Valère Epé, will sich ein Bild machen. Das Allerwichtigste fehlt noch. Eine kunstvolle Holzschnitzerei, der Schiffsschnabel, Tangé genannt. Der Tangé wird erst am Samstag angebracht. Das ist der allerletzte Teil der Vorbereitungen. Das macht man nicht an irgendeinem Tag, sondern traditionell erst am Vorabend. Das darf man nicht jedem überlassen. Der Tangé ist weit mehr als eine bloße Verzierung. Der Tangé, der Schiffsschnabel, ist ein magisches Objekt, das den Ausgang des Kanorenns bestimmt. Von ihm hängt der Sieg oder die Niederlage des Kanus ab. La victoire ou la défaite de la pirogue. Denn der Tangé trägt die Kräfte aus der Tiefe des Flusses in sich. Lié aux profondeurs fluviales. Im 19. Jahrhundert wurde ein prächtiger Schiffsschnabel von den deutschen Kolonialherren geraubt. Die Patriarchen um Valère Epé nehmen den Kult um die Tangé sehr ernst. Daher ist koloniale Raubkunst und ihre Rückgabe hier, ebenso wie in den europäischen Ländern, ein großes Thema. Ich habe oft auch das Gefühl, dass die Diskussionen oft auch schon wieder eurozentrisch werden, dass man sehr wenig mit Menschen in Afrika darüber spricht, welche Vorstellungen und Lösungen haben sie eigentlich und welche Wünsche an Kooperationen ist wirklich Rückgabe von Objekten, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, wirklich so notwendig für sie oder gibt es nicht viel wichtigere Aspekte? Ich sage nicht, dass alles zurückgegeben werden sollte, aber Werke, die unter sehr fragwürdigen Umständen verschwunden sind, sollten an ihre Besitzer zurückgehen. Das Töten, die Massaker, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Und deswegen kein Grund, dass sie unsere Kunstwerke zurückbehalten. Auf brutale Weise verschwand all das, was den Menschen Halt gab. Es gab nichts, was diese Leerstellen füllen konnte.
Es ist deshalb wichtig, dass es Rückgaben gibt, weil dies zweifellos ein Weg ist, um eine gewaltsam zersplitterte Gesellschaft wieder zusammenzuführen. Douala, 1884. Deutsche und englische Handelsvertreter wetteifern um Einfluss an Kameruns Küste. Doch die Könige von Douala unterzeichnen einen Schutzvertrag mit den Deutschen. Nur einer verweigert seine Unterschrift, Lok Priso. Einige Monate später, deutsche Kriegsschiffe laufen in Douala ein. Lok Priso bekommt eine Kostprobe deutscher Militärmacht. Am 21. Dezember 1884 wird sein Dorf beschossen und niedergebrannt. Mehr als 25 Menschen sterben bei dem Gemetzel. Der deutsche Konsul Max Buchner schreibt dazu in sein Tagebuch: Das Haus des Lok Priso wird niedergerissen. Ein bewegtes, malerisches Bild. Wir zünden an. Seine Hauptbeute ist eine große Schnitzerei, der Tangi, der feudale Khan-Schmuck des Lok Priso. Ein Jahr später. Max Buchner kehrt nach München zurück. Den Tangi übergibt er der Königlichen Ethnographischen Sammlung, dem heutigen Museum Fünf Kontinente, als Geschenk. Ein Geschenk, an dem Blut klebt. Mehr als 100 Jahre später muss sich auch der Afrika-Kurator Stefan Eisenhofer diese Frage stellen. Was tun mit dem unrechtmäßig erbeuteten Schiffsschnabel? Ja, seit Ende der 1990er Jahre gibt es Rückgabeforderungen von Professor Prinz Kumandumme III., der sich darauf beruft, dass er rechtmäßiger Erbe dieses Schiffsschnabels ist. Oh, das ist ja der Tange meines Großvaters und ich bin der Nachfolger. So, und heute sagen die Deutschen, ich muss beweisen, dass ich der rechtmäßige Nachfolger ist von meinem Großvater. Benin City, die Königsstadt im Süden Nigerias. In den letzten Jahrzehnten erlangte sie traurige Bekanntheit als Hotspot für Menschenhandel. Was man dabei leider oft vergisst, ihre jahrhundertealte Kunstfertigkeit. Ihre Spezialität, Bronzearbeiten. Egon Street wurde deshalb zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Die Straße ist nur wenige Ecken vom Königspalast entfernt. Und seit jeher sitzt der Bronzegießer-Gilde. Der beninische Künstler Enotier Ogbeboah besucht hier seinen Freund Ewain Egbe in dessen Bronzewerkstatt in den Hinterhöfen der Egon Street. Die Methode ist dieselbe wie schon vor 700 Jahren. Beim verlorenen Wachsverfahren wird jede Form neu aus Wachs modelliert, mit Lehm umhüllt, ausgeschmolzen, mit Metall gefüllt. Alte Gussformen gibt es nicht. Jedes Bronzewerk ist ein Unikat. Inzwischen sogar aus recyceltem Altmetall. Das ist eine Familienarbeit. Sie wird quasi vererbt. Die Eltern geben sie an ihre Kinder weiter und die wieder an ihre. Viele dieser Arbeiten hier sind historisch. Woher weißt du, wie sie aussehen? Wenn wir einen Katalog mit diesen Arbeiten sehen, kaufen wir ihn. Oder wir suchen im Internet. Ihr könnt auch die Details nicht sehen. Fotos zeigen nur eine Seite. Aber wenn ihr die Objekte selbst sehen könntet. Ja, natürlich. Wir benutzen nur unsere Vorstellungskraft. Die Leute aus Benin sind stolz darauf. Ohne diese Arbeit wäre es, als würde uns ein Körperteil fehlen. Benin City, 1897. Die alte Königsstadt ist reich an Palmöl, Kautschuk, Elfenbein und betreibt florierenden Handel mit den Europäern. Das Oberhaupt des Königreichs, der sogenannte Obar, ist den britischen Kolonialherren ein Dorn im Auge. Sie wollen mehr Einfluss im letzten unabhängigen Königreich der Region, wollen den Obar entmachten und schicken eine kleine Expedition nach Benin City. Es kommt zum Kampf. 7 Briten sterben. Schon bald kehren die Kolonialherren mit 1200 Elitesoldaten zurück und rächen sich mit einer sogenannten Strafexpedition. Sie plündern, morden und zerstören Dörfer,
die Stadt und den Königspalast. Elfenbein, Masken, Bronzeköpfe, Reliefs, tausende wertvolle Objekte werden gestohlen, nach Europa verschifft und an alle großen Museen verscherbelt. Berlin sichert sich die zweitgrößte Sammlung weltweit. Der Ober, der König, wird ins Exil verbannt. Ein klarer Fall von Raubkunst, doch Rückgaben gab es bis heute kaum. Prinz Edun Akensua bat im Jahr 2000 vor dem britischen Unterhaus darum, die Bronzen zurückzubringen, doch ohne Erfolg. Wir wollen, dass diese Dinge zurückgegeben werden. Sie gehören hierher. Hier wurden sie hergestellt. Wir kennen ihren Zweck und wissen, wofür wir sie gemacht haben. Es ist unser Erbe. Und ein Land, das sein Erbe verloren hat, hat nichts mehr. Diese Plünderungen hinterließen ein Vakuum. Im Nationalmuseum von Benin City lernen Besucher Geschichte und Funktion der Bronzen kennen. Museumsdirektor Theophilus Umokbai führt heute persönlich durch die Ausstellung. Wir haben hier einen Bronzekopf, dort ein paar Bronzeplaketten. Damit wurden gewöhnlich Schreine und der Palast des Obers von Benin dekoriert. Bronzen wurden nicht nur aus ästhetischen Gründen hergestellt. Es ist nicht Kunst um der Kunst willen. Jedes Motiv, das Sie darauf sehen, erzählt eine Geschichte. Die Bronzegießer gehörten also zu den Chronisten der Geschichte Benins. Das historische Gedächtnis in Bronze verewigt. Hier im frisch renovierten Museum gibt es jedoch nur Werke, die nach der Plünderung hergestellt wurden. Die Originale in Europa und den USA. Die ins Ausland gebrachten Gegenstände haben geholfen, unsere Geschichte zu erzählen. Denn vor dieser Zeit hieß es, wir würden auf Bäumen leben, wir wären Affen, wir wären dies, wir wären das, wir wären ohne Kultur, wir wären brutal, wilde und so weiter. Aber als sie diese Objekte sahen, änderten sie ihre Sicht auf uns. Gekauft, getauscht, geschenkt, geraubt. Deutschlands ethnologische Museen sind voll. Geschätzt weit über 1,5 Millionen Artefakte aus der ganzen Welt. Nur etwa 5% davon wurden je ausgestellt. Über vieles ist nicht mehr bekannt als eine Notiz im Eingangsbuch des Museums. Wem gehörten sie einmal? Wozu dienten sie? Um mehr zu erfahren, gibt es die Provenienzforschung. Ein langwieriger detektivischer Prozess. Hier untersucht das Lindenmuseum Stuttgart einen kleinen Teil ihrer Namibia-Sammlung, gemeinsam mit Steven Isaac von Heritage Watch Namibia, eine Initiative zum Schutz des kulturellen Erbes. Zunächst einmal, wir wissen gar nicht, was es in europäischen Museen alles gibt. Wir kennen nicht das gesamte Inventar. Das heißt, die Lager, die Magazine der Museen sind voll. Teilweise verfallen die Objekte in den Museen, weil die Museen auch völlig überfordert sind, die zu konservieren und aufzubewahren. Zwei Ausstellungsstücke in Stuttgart werden in über 100 Jahren gerade zweimal ausgestellt. Eine Bibel und eine Peitsche aus Namibia. 2013 meldet sich die namibische Botschaft. Sie fordert die beiden Objekte zurück. Deutsch-Südwestafrika, 1893. In dem kleinen Dorf Hornkranz lebt Hendrik Witboy. Er ist der stolze Anführer des Nama-Witboy-Clans, zudem leidenschaftlicher christlicher Prediger. Getrieben von seinen christlichen Idealen, kämpft er gegen die grausamen Unterdrücker. Doch im April überfällt die deutsche Schutztruppe das Dorf. 80 Menschen werden brutal ermordet, der Rest verschleppt. Witboys Bibel und seine Viehpeitsche werden gestohlen. Nach dem Massaker wird Witboy gezwungen zu kooperieren. Doch die Unterdrückung geht weiter. Witboy greift wieder zu Waffen
und stirbt 1905 im Kampf. Im Genozid der folgenden Jahre wird mehr als die Hälfte der gesamten Nama-Bevölkerung von deutschen Soldaten ausgelöscht. Witbois Bibel und Peitsche werden nach Deutschland ins Lindenmuseum gebracht, geschenkt. Nach 117 Jahren sollen sie zurückkehren. Heute ist der letzte Tag, an dem diese Objekte hier im Museum gezeigt werden. Dann werden sie nächste Woche eingepackt. Wir haben einen schönen Koffer extra dafür anfertigen lassen, wo sie geschützt sind. Und sie kommen mit mir ins Flugzeug. Februar 2019. Ankunft früh am Morgen in Windhoek. Nachfahren von Hendrik Witbooi sind gekommen, um Bibel und Peitsche zu empfangen. Das ist your home. Das ist our heritage. Finally in at last. Über Rückgaben von Objekten wird in der Hauptstadt Berlin seit geraumer Zeit gestritten. Im Herzen der Stadt wird das alte Stadtschloss wieder aufgebaut. Das Humboldt-Forum soll dort die Sammlungen des Ethnologischen Museums beherbergen. Wie viele der Schätze dort wurden in kolonialen Zeiten blutig geraubt? Mit dem Humboldt-Forum ist das Thema Raubkunst in der Öffentlichkeit des 21. Jahrhunderts angekommen. Im 19. Jahrhundert war Berlin schon einmal Zentrum einer Debatte über Afrika. Die Kolonialisierung ist da gerade im vollsten Gange. Der afrikanische Kontinent verspricht für die neuen Herren Reichtum und Macht. Ende 1884 lädt der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck Diplomaten aus ganz Europa zur sogenannten Kongo-Konferenz nach Berlin ein. Dort legen sie am Reißbrett fest, wie Kolonialansprüche geltend gemacht werden können, teilen Afrika unter sich auf. Afrikaner selbst dürfen nicht mitreden. Großbritannien, Frankreich, Portugal, Belgien, Deutschland – alle wetteifern um ihren Anteil an Afrika. Neue, willkürliche Grenzen werden gezogen, die oft bis heute bestehen. Die Folgen des Kolonialismus noch immer schmerzhaft spürbar. Wirtschaftliche Abhängigkeiten, Konflikte aufgrund willkürlich gezogener Staatsgrenzen und ein kolonialer Minderwertigkeitskomplex. Die koloniale Mentalität ist hier weit verbreitet. Die Menschen denken, dass wir nichts haben, dass wir nichts sind, dass wir nie etwas waren, und deswegen streben wir danach, wie die Kolonialherren zu sein, um als Menschen angesehen zu werden. Aber das ist völlig falsch. In seinem Studio in Benin City bietet Inotier Ogbebor jungen Menschen einen Raum für Kreativität. Das Trauma des Kolonialismus wird von vielen künstlerisch verarbeitet. Wie bei Osaro Ubaseki. Für ihre bunten Werke mischt sie Farbe mit Sand aus der Egon Street, der Straße der Bronzegießer. Wenn du am Hintergrund arbeitest, ist die Perspektive das Wichtigste. Damit es eine Verbindung gibt. Das ist ein wenig knifflig, weil man in Büchern suchen muss. Wir haben die eigentlichen Gegenstände ja nicht hier, also kann man keinen direkten Bezug aufbauen. Mit der Maske erzählst du die Geschichten von der Königin, ihren Taten und dem Königreich. Unsere jungen Leute können nicht sehen, welche hervorragenden Leistungen ihre Vorfahren erbracht haben. Was wird sie inspirieren? Denn westliche Kunst besteht aus Themen und Formen, die uns fremd sind.
Das inspiriert also nur bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn selbst Picasso von afrikanischen Masken inspiriert wurde, stellt euch vor, wie ein Afrikaner von eben diesen Masken inspiriert werden kann. Nur wir können sie uns nicht anschauen. Geschätzt 95% aller Benin-Objekte im Ausland wurden bei der Strafexpedition geraubt. Schon seit mehr als 100 Jahren gibt es aus Benin Rückgabeforderungen, die bisher ins Leere liefen. Die Objekte sind weltweit verstreut, auf verschiedene Länder und Museen. Wir wollen die Artefakte unbedingt zurück. Aber mit wem sprechen wir da? Mit dem Museum, den Stiftungen, der Regierung? Mit wem? Die Sammlungen gehören ja nicht den Museen, also die Museen können Empfehlungen abgeben für bestimmte Vorgangsweisen. Das muss aber politisch entschieden werden, weil es ja öffentliches Besitzgut ist. In Europa sind staatliche Museen meist nur Verwalter. Deshalb können sie nicht über Rückgaben entscheiden. 2010 rief Barbara Plankensteiner deswegen die Benin Dialogue Group mit ins Leben. Bei jährlichen Treffen überlegen Nigerianer und Europäer, wie die Zukunft der Bronzen aussehen soll. Die Politik hält sich raus. Doch ohne sie ist eine vorbehaltlose Rückgabe nicht möglich. Ursprünglich, vor vielen, vielen Jahren, wie wir das gestartet haben, war eben die Idee der Dauerleihgaben, weil das etwas war, was wir auf Museumsebene beschließen konnten. Also meine Kritik an der Benin-Dialoggruppe wäre die Intransparenz und dass sie immer noch von Leihgaben spricht und im Grunde ja auch Kollegen aus Nigeria eindeutig sagen, dass das eine Fortsetzung des kolonialen Gehabes eigentlich oder der kolonialen Machtverhältnisse ist, weil die europäischen Museen im Grunde sagen, also wenn ihr keine Leihgaben akzeptiert, dann bekommt ihr überhaupt keine Bronzen. Die Benin Dialogue Group hat nie behauptet, dass die Gegenstände den Museen oder den Ländern, in denen sie sind, gehören. Noch schließen wir Rückgaben aus. Aber wir sagen, lasst uns sie erst einmal herholen. Lassen wir die Leute sie anschauen. Lasst sie uns genießen. Ich denke nicht, dass die Menschen in Benin das wollen. Sie wollen keine Leihgaben, sie wollen Rückgaben. So ganz einig ist man sich in Benin City also auch nicht. Für eine langfristige Lösung braucht es mehr als die Benin Dialogue Group. Zumindest darüber ist man sich jetzt schon einig. Zu Hause bei Prinz Kuman Dumbe III. Seit mehr als 20 Jahren fordert der Germanistikprofessor und Schriftsteller den Tangé, den Schiffsschnabel seines Großvaters, vom Münchner Museum zurück. Lok Priso war zur Zeit des Raubes das Oberhaupt der Bele-Bele-Familie. Für das Museum ist nicht geklärt, wer aus der Familie ist denn nun der rechtmäßige Erbe. Die sagten ja, sie wollen ja Beweise. Ich habe dann alle Dokumente. In diesem Buch bringe ich dann einfach fast die Deutschen als Beweis. Zunächst einmal, warum ich der rechtmäßige Nachfolger von Lok Priso bin. Hier zum Beispiel 1994 ist die Entscheidung der Bele Bele, die mich ernennt als Thronfolger. Der Prinz gehört nur zur Elite des Kantons Bele Bele. Er gehört zur Familie, aber er ist nicht der König. Auftakt zum Gondo-Wasserfestival. Hier versammeln sich alle amtierenden Könige von Douala. Auch Paul Mbappe ist dabei, für die Familie der Bele Bele. Doch ihn hat der Tangé bisher kaum interessiert. Käme der Schiffsschnabel zurück, würde das wohl vor allem seinen Konkurrenten Kuman Dumbe stärken. Das Machtspiel in der Bele Bele-Familie verhindert es gar eine mögliche Rückgabe? Die Komplexität ist, dass für uns eben nicht ausreichend nachgewiesen ist, ob Kuman Dumbe III. Wirklich legitimiert ist, für die Familie der Bele Bele als Nachfolger von Lok Priso den Tangé zurückzuerhalten. Hier müssen wir mit Sicherheit auch noch
weitere Gespräche führen, auch mit dem offiziellen Familienoberhaupt Paul Mpape. Wenn Deutschland also mit der bevollmächtigten Person verhandeln will, dann bin ich das. Das Erbe von Lok Priso ist in Douala also umstritten. Er hatte 32 Söhne. Nachfahren gibt es einige. Auch Paul Mpape. Dieser ist überhaupt kein Nachkomme von Lok Priso. Die Deutschen setzen sich darauf, die wissen nicht einmal, dass er nicht einmal zur Familie von Lok Priso gehört. Es ist hier eine für uns schwer zu durchschaubare Gemengelage, die wir nach wie vor erst klären müssen, bevor wir allzu vorschnell den zurückgeben. In Europa kaum bekannt, die zeitgenössische Kunstszene in Nigeria ist eine der produktivsten des afrikanischen Kontinents. Enikes Art Gallery in Lagos haben schon 5000 nigerianische Künstlerinnen und Künstler ausgestellt. Die Kunstsammlerin Nike Okundaye beherbergt hier die größte Sammlung der Region. Wenn es um Rückgaben von Benin-Bronzen geht, hat sie Zweifel. Sind wir bereit, sie entgegenzunehmen? Das ist die Frage. Nikes Ehemann Osarui Okundaye sieht das anders. Ich respektiere deine Meinung, aber ich denke, sie ist nicht richtig. Sie kommen erst jetzt mit dem Argument, dass wir keinen Ort hätten, um sie aufzubewahren. Wer hat ihnen das gesagt? Wenn wir sie zurückhaben wollen, müssen wir einen passenden Ort dafür bauen. Ich wünschte, unsere Regierung würde ein sehr modernes Museum bauen. Ohne ein solches sind wir nicht bereit. Man braucht keinen besonderen Ort, um Bronzen aufzubewahren. Der Palast des Obers ist da sehr gut gesichert. Sie sollten in den Palast zurückgebracht werden, aus dem sie ursprünglich gestohlen wurden. In Europa sagte man mir vielerorts, wenn wir diese Dinge zurückgeben würden, wie können wir sicher sein, dass sie nicht irgendwer wieder zurück nach Europa verkauft? Ich wette, wenn diese Werke in Nigeria wären, würden wir sie nicht wiedersehen. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, bemerkt man, dass in der Vergangenheit oft in europäische Museen eingebrochen wurde, dass Dinge gestohlen wurden. Viele Gegenstände wurden nicht einmal gut aufbewahrt. Sicherheitsbedenken, marode Museumsinfrastruktur. Dass Nigeria kaum Gelder für Kunst- und Kultureinrichtungen hat, weiß Nike zu gut. Pläne für ein neues Royal Museum in Benin City liegen zwar vor, doch Ressourcen sind knapp, nicht nur für den Bau. 2007 erzielte ein einzelner geraubter Bronzegedenkkopf aus Benin City beim Auktionshaus Sotheby's einen Rekordpreis von 4,7 Millionen Dollar. In Benin kam davon nichts an. Ihr habt über die Jahrhunderte mit diesen Dingen viel Geld verdient. Ich weiß, wie viel ich zahle, wenn ich die Museen in Europa oder Amerika besuche. Warum nehmt ihr nicht etwas von diesem Geld und baut uns hier eine Festung? Ich glaube nicht, dass man als Museum hier einen Profit gemacht hat, vielleicht einen ideellen. Man hat die Dinge ausgestellt, man hat sie publiziert, man hat sie erforscht. Das ist aber auch etwas, das allen zugute kommt. Ich glaube, das ist ein bisschen eine falsche Rechnung und ein falsches Verständnis, wie öffentliche Museen funktionieren. Sammeln, bewahren, erforschen und ausstellen. So der Auftrag an öffentliche Museen. Die Museumsdirektorin Uta Wehrlich muss sich jedoch fragen lassen, darf ein sakrales, rituelles und geraubtes Objekt wie der Tangeh hier hängen? Seit mehr als 40 Jahren wird er dauerhaft ausgestellt. Wir wissen, dass der Schiffsschnabel aus heutiger Sicht moralisch, unethisch nach München gekommen ist. Im letzten Jahr haben wir brieflich Kontakt aufgenommen. Kummerndumbe hat uns auch geantwortet. Jetzt liegt der Ball bei uns. Diese ethnologischen Museen sind wie Gefängnisse, das sind richtige Gefängnisse, wo man raubt uns die Seele und sperrt dort ein.
wir sehen die jetzt nicht als unsere Geiseln oder unsere Gefangenen, sondern das sind wirklich Gegenstände, wodurch Menschen zusammenkommen. Das sind rituelle Objekte oder Machtobjekte. Das sind keine Sachen zum Angucken. Dieses Angucken, das ist europäische Kultur. Wäre ein Museum in Kamerun der richtige Ort für den Tanger? Marilyn Douala-Bell hinterfragt das. Sie hat das zeitgenössische Kunstzentrum Doualart gegründet. Doch Kunst muss dorthin gebracht werden, wo Menschen leben, sagt sie. Auf Marktplätze, in die Dörfer, dezentral. Die Museumsfrage muss neu überdacht werden, um nicht zu sagen, gut, wir haben es genommen und jetzt sperren wir es auf die gleiche Weise ein. Diese Objekte müssen zwar ins Museum, aber es müssen Kopien gemacht werden. Diese Kopien müssen in öffentliche Räume gebracht werden. Was kann man damit machen? Wie kann man mit dieser Kopie eine gemeinsame Geschichte wiedererwecken? Am Tag des großen Kanu-Rennens. Der Tanger wurde über Nacht angebracht. Die dazugehörigen Rituale, geheim. Erst am Morgen kommt die Öffentlichkeit wieder dazu, um ihr Team auf den Weg zu schicken. Circa 50 Ruderer passen in das Rennkanu. Und jedes Boot hat einen eigenen Namen, fast schon eine eigene Persönlichkeit. Ibele Obosso, das Kanu des Stadtteils Daido mit dem grünen Schiffsschnabel, hat schon einige Titel geholt. Die deutsche Delegation unterwegs in Namibia. Vom Militär bewacht werden Witbois Bibel und Peitsche in den Wüstenort Rebion gebracht. Die bevorstehende Rückgabezeremonie, ein großer Staatsakt. Besucher aus dem ganzen Land sind angereist. Auch für die höchste politische Elite Namibias ein Pflichttermin. Es berührt mich zu sehen, von welch enormer Bedeutung die Bibel und die Peitsche von Hendrik Witbooi für dieses Land sind. Es beschämt mich auch ein wenig, zu wissen, dass über 100 Jahre lang diese Gegenstände mehr oder weniger geschlummert haben, sicher und wohlbehütet geschlummert haben in der Sammlung unseres Museums. Endlich ist es soweit. Bibel und Peitsche sind angekommen. Wir wollen diese Kulturgüter wieder in unserem Land haben, damit unsere Kinder sie sehen, studieren und sich davon inspirieren lassen können. Hendrik Witbooi ist in Namibia ein Nationalheld. Schon die Kleinsten kennen die Geschichten des antikolonialen Freiheitskämpfers. Mit einem eigenen Loblied besingen die Nachkommen von Witbooi seine Heldentaten. Ihr müsst alles zurückbringen, was euch nicht gehört. In Deutschland hat die Anerkennung der kolonialen Vergangenheit viel zu lange gedauert, aber sie hat begonnen. Ein Zeichen dafür ist die Rückkehr von Bibel und Peitsche nach 100 Jahren. Viel zu lange. Das tut mir zutiefst leid. Der große Hauptakt. Namibias Präsident nimmt Bibel und Peitsche persönlich entgegen. Ausgerechnet eine Bibel, von deutschen Kolonialherren selbst nach Namibia gebracht und wieder geraubt, wird Deutschlands erste große Rückgabe von Kulturgütern nach Afrika. Ist das nicht reine Symbolpolitik? Müsste man nicht fragen, wie bestimmt koloniales Denken die Politik bis heute? Trägt Europa Verantwortung für Afrika? Wird der Genozid an den Herero und Nama je aufgearbeitet?
diese Fragen will die Politik nicht angehen. Lieber gibt sie dann einzelne Objekte zurück. Und das erfüllt mich mit Sorge, denn wir bräuchten eigentlich eine große Diskussion über das koloniale Erbe Europas. Ziel des Ganzen ist nicht, möglichst viel zu restituieren. Ziel ist, möglichst systematisch aufzuarbeiten, zugänglich zu machen, den Dialog ernsthaft zu pflegen, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Wir verhandeln auf Augenhöhe. Die können gar nicht auf Augenhöhe. Wir lassen sie ja gar nicht rein. Wie einfach wird es für einen Afrikaner sein, ein Visum für euer Land zu erhalten? In einer Welt gezeichnet von Ungleichheit und Ungerechtigkeiten ist da die Rückgabe von Raubkunst wirklich so zentral? Gibt es nicht dringlichere Probleme? Unsere erste Priorität ist jetzt Bildung, Ernährung, Armutsbekämpfung. Lass es uns aus diesem Blickwinkel betrachten. Wir sollten unseren Kindern unser kulturelles Erbe beibringen. Und nicht jedes Kind kann nach Deutschland reisen, um sich diese Dinge anzuschauen. Es ist viel lehrreicher, diese Dinge in echt zu sehen. Wenn man sie sieht, dann fühlt man sie. Wenn der nigerianische Künstler Victor Ehiraminor nach Europa und in die USA reist, besucht er gerne die Benin-Bronzen, seine Vorfahren, wie er sie nennt, und zeigt sie auf Instagram. Ohne diese Raubzüge hätte die Welt wahrscheinlich nicht gewusst, welche Menge an Kunstwerken aus diesem Teil der Welt kam. In diesem Sinne war es gut, denn Kunst ist Kunst. Und genauso wie die Europäer damals ihre Gesellschaft reflektierten, haben auch wir unsere Gesellschaft reflektiert. Das ist mein neuestes Werk. Diese Bronze habe ich in Benin gegossen. Das ist der Kopf eines Oba, das ist ein Kruzifix. Was afrikanische Kunst und Benin-Bronzen angeht, denke ich, sie haben ihre Arbeit getan. Sie haben sich der Welt gezeigt, sie haben die Welt gesehen, die Welt hat sie gesehen. Und ich glaube, sie denken irgendwie, okay, es ist Zeit für uns, nach Hause zurückzukehren. Die geraubten Gegenstände werden niemals wieder den gleichen Platz in der Gesellschaft einnehmen. Die Gesellschaft hat sich verändert. Diejenigen, die sie zum Leben erwecken und ihnen ihre Kraft geben konnten, sind verschwunden. Die Frage der Rückgabe muss also in Bezug auf unsere heutige Welt gestellt werden und sicherstellen, dass die jüngeren Generationen, die die Dinge sehen werden, einen emotionalen Bezug aufbauen können. Aus ganz Douala strömen Boote zum Kanu-Rennen des Wasserfestivals. Für die jungen Leute sind Schiffsschnäbel heute ein selbstverständlicher Bestandteil des Rennens. Boot, Tangé und Ruderer bilden eine Einheit. Ende des Rennens. Ein knapper Sieg für den grünen Tangé und sein Team. Der Schiffsschnabel ist eben in der Tat ein Beispiel, das zeigt, wie komplex Restitution und die Debatte darum sein kann und dass es nicht immer einfache Lösungen gibt. Und vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass wir in manchen Fällen vielleicht auch keine Lösung finden werden. Ich warte. Weil ich habe das meine getan. Sie wollten Dokumente, ich habe den Dokumente jetzt geschickt, aber öffentlich.
Das ist kein geheimes Gespräch mehr zwischen dem Münchner Museum und mir. Deshalb können wir nicht länger so tun, als wären unsere Sammlungen ohne Kontext zu uns gekommen. Nein, wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Jetzt geht es darum, einem Volk, dessen Seelen gestohlen wurden, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wenn es erstmal klar ist, dann müsst ihr einen Weg zur Versöhnung finden. Aber Versöhnung heißt es doch nicht, die Afrikaner müssen jetzt nach Berlin zum Humboldt-Museum, um ihre Sachen anzuschauen. Uns geht es doch nicht um das Anschauen. Uns geht es darum, dass diese Objekte hier leben. Leben, wie beim jährlichen Igor-Festival im Königspalast in Benin City. Der Oba wird gefeiert. Genau hier, wo vor mehr als 120 Jahren alles niedergebrannt, zerstört, geplündert wurde. Jusqu'à aujourd'hui. Bis heute sind die Narben nicht verheilt. Das heißt, wenn wir keine Prozesse einführen, um uns von der Gewalt und den Schmerzen zu befreien, die wir in der Vergangenheit erlitten haben, werden wir keinen Erfolg haben. Entscheidend ist, wie wir uns vom Gift dieser Epoche reinigen und wie wir unsere Zukunft neu erfinden. Der einfachste Weg ist die Rückgabe der Werke. Sagt Entschuldigung, das war falsch. Hier. Und dann kann die Heilung beginnen. The healing can start. Where are you?